Ich würde schon noch ein, zwei Sätze vielleicht dazu interessieren, wie Sie sozusagen auf Kundenwünsche eingehen und wie Sie sie filtern und wie Sie damit überhaupt grundsätzlich umgehen. Vielleicht nicht jetzt, aber weil Sie es gerade erwähnt haben, auf Kundenwunsch stehen. Ja, im Endeffekt, wir kommen auch während der Roadmap nochmal drauf zu, aber ich kann gerne jetzt was sagen. Also grundsätzlich ist es so, wir wollen nicht die E-Groupware an Kundenwünschen vorbei entwickeln. Das macht für uns keinen Sinn. Also es ist eine ganz klare Botschaft, die E-Groupware soll für unsere Kunden, für unsere Anwender gemacht sein und wir sind da auch offen, Wünsche an uns ranzutragen. Dabei gibt es dann immer verschiedene Kriterien. Das eine ist, kriege ich das von mehreren Seiten an mich rangetragen? Ist so ein Entscheidungspunkt, der durchaus darauf Einfluss hat, wie schnell kommt es nicht. Das zweite ist, brauchen wir es selber? und das dritte ist, wie gut oder wie einfach ist es auch machbar und umsetzbar? Also wie viel Aufwand ist es im Verhältnis dazu, es umzusetzen? Sprich, an der Stelle ist oftmals so, ich kriege eine Anfrage rein und spreche mit unserer Entwicklung und die Entwicklung sagt, ich kann da jetzt reinschauen, kann sein, es ist in 5 Minuten erledigt, sage ich, mach. Weil dann brauche ich gar nicht weiter drüber reden, dann kommt es einfach rein. Die andere Geschichte ist, die Entwicklung sagt, dauert 2, 3 Tage. Dann kommt wieder ein Stück weit zurück einfach die Frage, welcher Kunde hat es angefragt? Ist so ganz. Nein, macht gar keinen Unterschied, macht für mich schon einen Unterschied, ob das ein Kunde ist, der, ich sage jetzt mal, im Regelfall im Jahr irgendwie Betrag X zahlt oder Betrag Y zahlt. Dementsprechend würde ich im Zweifelsfall sagen, ich mache dir ein Angebot, wir machen halbe halbe, du zahlst einen Tag, wir zahlen einen Tag und das Ding kommt rein. Oder ich sage, ja, das ist ein Kunde, der ist einfach, weil er sowieso relativ viel für die Entwicklung der E-Groupware über die EPL-Sachen zahlt. Wir machen es einfach, es kommt rein. Des Weiteren ist natürlich die Sache, passt es irgendwo in den Rahmen, den wir sowieso auf unserer Planung stehen haben? Also wann macht es Sinn, das Ganze anzugehen? Wer hat auch Zeit von der Entwicklung her? Wo sind die Ressourcen gerade gebunden? Das sind alles Faktoren, die entsprechend mit reinstellen. Aber grundsätzlich ist einfach, die Botschaft ist, wir sind offen und man darf die Sachen gerne an uns rantragen. Man darf uns aber auch nicht nachsehen, wenn wir das ein oder andere Mal sagen, wenn du das haben willst, da musst du aber schon wirklich Geld in die Hand nehmen, weil ich habe es von keinem anderen bisher gehört, dass er es unbedingt braucht. Und wenn es für Sie halt an der Stelle notwendig ist, dann muss ich halt auch den vollen Entwicklungspreis plus Testen und so weiter einfach für die Entwicklung veranschlagen. Oder ich kann auch sagen, das ist zwar eine nette Idee, aber Zeit haben wir gerade dafür überhaupt nicht. Das sind alles Sachen, die vorkommen können. Auch an der Stelle gilt wiederum, auch so Sachen haben wir schon gemacht. Wir hatten eine Anfrage, wir selber haben gesagt, macht für uns keinen Sinn. Auf der Basis können und wollen wir das Ganze nicht bearbeiten und Zeit haben wir auch keine. Dann haben wir auch schon einfach Sachen in die Richtung von unseren E-Groupware-Partnern da hinten weitergegeben, die dann entsprechend Kundenentwicklungen gemacht haben, zum Beispiel basierend auf einer 1.8, wo wir sagen, das machen wir einfach nicht. Also wir entwickeln nur wirklich auf Basis von aktuellen Versionen. Wir machen keine Kundenentwicklungen auf Basis von einer 1.8 oder einer 14.1 oder sonst was, sondern die Sachen werden im Regelfall im Trunk, also in der Entwicklungsversion, entwickelt. Und dann werden sie die in die stabile Version rein zurückportiert, wenn es so ist, dass wir sagen, an der Stelle, die Entwicklung ist, ich sage jetzt mal, relativ unkritisch. Wir können es einfach in die 16.1 mit reinnehmen. Dann fließt es auch durchaus mal in die 16.1 rein. Ist es so, dass wir sagen, da sind zum Beispiel Datenbankänderungen notwendig. Oder aber die Chance, dass irgendwas dabei an anderer Stelle klemmt, ist so groß. Dann wird es für mich einfach im Trank bleiben und mit der nächsten größeren Version dann entsprechend reinkommen. So ist im Prinzip einfach die Entscheidungsgrundlage für die ganzen Sachen. Noch Fragen dazu?